Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich bin's wieder, eure Steffi. Ja, ihr seht, was vor mir steht, passend zur Weihnachtszeit. Eine Mascarpone-Creme mit Zimtsternen. Schmeckt mega lecker, ich kann's euch sagen, ich habe es nämlich schon probiert. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran und schaut mir zu. Bis gleich! Ja, was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar sind es einmal 16 Zimtsterne, dann 200 Gramm Magerquark, 200 Gramm Joghurt und 200 Gramm Mascarpone. Dann brauchen wir noch 50 Gramm Zucker, 3 Esslöffel vom Orangensaft, eine Messerspitze Spekulatiusgewürz und ein Päckchen Vanillezucker. Ja, hier seht ihr es ja schon. Ich habe hier ganz verschiedene Gefäße dieses Mal für euch vorbereitet. So, genau, damit ihr einfach seht, was gibt es für Gefäße und wie sieht es in dem jeweiligen Gefäß aus. Genau, und jetzt starte ich einfach. Ich habe hier meine Schüssel. Und da gebe ich jetzt die ganzen Zutaten mit rein. Und das mache ich jetzt mal. Ja, ich habe jetzt alles in meine Schüssel gegeben. Und das werde ich jetzt gut untereinander rühren. So. Damit sich das alles schön miteinander verbindet. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass da so kleine Bobbelchen drin waren, so kleine Klümpchen, wahrscheinlich durch die Mascarpone. Dann habe ich mir einfach einen Schneebesen zur Hand genommen, habe es nochmal ganz stark untereinander gemacht und dann haben sich auch die gelöst. Genau, also jetzt ist meine Creme fertig. Und jetzt habe ich ja gesagt, ihr braucht 16 Zimtsterne. 4 davon tut ihr euch auf die Seite legen. Und alle anderen 12... die bröselt ihr so einfach mit den Fingern so ein bisschen auseinander. Genau, dass es so kleine Stückchen gibt, weil die werdet ihr dann nachher unten in die Gläser reingeben. Aber das zeige ich euch dann gleich. Genau, also einfach schön zerbröseln, dass es so kleine Stückchen gibt. Ja, die Zimtsterne habe ich jetzt so zerbröselt, mal ein bisschen gröber, mal ein bisschen feiner, also so wie es halt hingeworden ist. Und ja, jetzt nehme ich mir meine Gläser zur Hand. Und ja, jetzt gebt ihr da einfach, das ist halt auch so ein bisschen eine Gefühlssache, einfach so eine Bodendecke rein. Genau. Ich fülle jetzt erstmal alle Gläser damit voll, bevor ich die Creme drauf gebe, damit ich nachher nochmal eventuell nochmal ein bisschen was nachgeben kann. Das ist doch süß, das Glas, oder? Das ist ja mal mega. Ich finde es voll süß, irgendwie auf dem Kindergeburtstag oder so. So eine ganz kleine Portion. Richtig goldig. Ich möchte euch einfach jetzt die verschiedenen Gläser zeigen. Normalerweise ist das Rezept für 4 Gläser gedacht, aber dadurch, dass jetzt halt so viele unterschiedliche Gläser sind, muss ich jetzt einfach nachher schauen, wie es mit der Creme hinläuft. Aber ja, wie gesagt, das könnt ihr ja dann selber entscheiden. Ja, also ungefähr ist die Masse ja so circa 650 Gramm. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen 30 Milliliter Gefäß. Hier haben wir ein 130 Milliliter Gefäß und wenn ihr unten im Video in der Beschreibung guckt, da ist ja auch immer der Link zur Homepage. Und da könnt ihr dann, auf der Homepage steht immer unter dem Glas beschrieben, wie viel Milliliter das Glas praktisch umfasst, also wie viel Milliliter reinpasst. Und dann könnt ihr es euch ja ausrechnen. Aber jetzt geben wir, mal gucken, mit welchem Löffel ich das am besten mache. Vielleicht mit dem.
Ja, jetzt gebe ich das einfach mal da oben drauf. Schaut mal, sieht doch echt voll gut aus. Mega. Ja, und jetzt garnieren wir das noch. Da haben wir ja jetzt hier unsere vier übrigen Zimtsterne. Bei mir ist es jetzt natürlich, weil dadurch, dass die Gläser jetzt alle unterschiedlich groß sind, passt jetzt hier zum Beispiel ein Zimtstern drauf. Oder ich, also ihr könnt es so in die Mitte legen oder so. Hier habe ich es jetzt so ein bisschen hochgestellt. Hier lege ich es jetzt vielleicht einfach mal nur so drauf. Ja, guck mal, ich bin fertig. Boah, das sieht so einfach wunderschön aus. Mit dem bisschen Zimt noch, was ich da jetzt drüber geträufelt habe. Schaut euch das mal an, oder? Also, das ist schon richtig gut geworden, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, ich probiere jetzt direkt mal eins. Zwar. Ist schon lecker. Ja, das schmeckt echt gut. Also dadurch, dass es unten ja, so schön süß ist und sich mit der Creme irgendwie, also es passt mega. Doch. Ist auf jeden Fall lecker. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ja, ist einfach, es ging mega schnell. Also wie lange habe ich jetzt gebraucht? Vielleicht 10 Minuten für alles. Es ist ein mega cooler Nachtisch, mega lecker, auch für, zu Weihnachten. Klar, Zimtsterne, wenn ihr vielleicht sogar Zimtsterne selber gemacht habt, noch besser. Ja, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann macht es auf jeden Fall gerne. Und ja, dann würde ich sagen, esse ich jetzt mal noch meinen Nachtisch voll auf. Und ihr macht es am besten direkt nach. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es natürlich mal wieder mega Spaß gemacht. Und ja, denkt immer dran, jeden Sonntag, jedem Advent kommt ja wieder die Weihnachtsgeschichte von mir raus. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Steffi. Macht's gut!